Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Evo Search for Eden. Wir befinden uns mittlerweile im Dinosaurierzeitalter und wir schauen uns jetzt erstmal hier unten noch um. Wir könnten zwar auch oben weiter im Schlamm gehen, aber was würde es uns bringen? Wir sind eh noch viel zu langsam. Domain of Techno, wie war es auch immer? Ach, das waren die widerlichen Viecher. Ah, die waren so nervig, weil die so blöd hüpfen können. Aber sie bringen wenigstens mehr Erfahrungspunkte als die Frösche und die sind leichter zu kriegen. So, gleich haben wir es geschafft, haben wir die ersten 100 Punkte gesammelt. Mal schauen, ob wir uns damit irgendwas Sinnvolles kaufen können. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken trotzdem mal. Vielleicht ein Horn? Nein. Ein Hals? Nee, kostet auch viel mehr. Dorsalfin? Nein. Ach Gott. Snake Tail, das macht uns schneller. Also wir merken uns mal Snake Tail. Wir können uns jetzt Biting 1, Strange 2, Agility 3, Defense Power 1, 1, also 1, 2, 1, 3, 1. Müsste man sich merken können. Und jetzt machen wir gerade Snake Tail. Jetzt müssten wir so ein längeres Schwänzchen bekommen. Und jetzt gucken wir gerade nochmal. Also wir haben auf jeden Fall ein Leben mehr bekommen. Und oh ja, oh ja. Unsere Stärke hat sich erhöht, unsere Agility hat sich erhöht und unsere Jumping Ability hat sich auch. Also Agilität, wir sind flinker. Hey, bleib gefälligst stehen. Ja, so macht es doch schon viel mehr Spaß. Was sind das hier für Feigling-Dinosaurier? Ich meine, ja, ich bin auch nicht der Mutigste. Ich beiß hier ganz wehrlose arme Dinos. Und sieht zudem noch ziemlich scheiße aus. Könnte jetzt mal ruhig ein bisschen leuchtendes Fleisch hier auftauchen. Lecker. Wird nicht weggelaufen. Was denken die sich überhaupt? Wer weiß, ob die sich überhaupt etwas denken. Außer Hilfe, Hilfe. So. Bin schon mal überlegen, was wir als nächstes verbessern bei unserem Körper. Also eine höhere Geschwindigkeit hat es auf jeden Fall gebracht. Und dieser Schwanz sieht lustig aus. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Nein, ich wollte nicht raushüpfen, mein schönes Fleisch. Naja, gut. Wir könnten jetzt weitergehen, aber ja, wir gucken mal, was als nächstes so auf uns zukommt. Kann ja nur schief gehen. Oh, nee, die Dinger. Hey, you, don't get involved with the crystal. It's caused creatures to evolve in strange ways. We don't depend on it. We evolve in the right way. With steady effort, look at my excellent headbutt. With you,
One chance to change you just recorded in the earlier log. Nee, das wollen wir nicht. Do not evolve. Ah, Pferd. Da habe ich mich verschrieben, wollte ich Pferd schreiben. Mann, Bogodon. Ich kann hier ganz viel speichern. Naja, ganz viel. 50. Weiß ich gar nicht, was es war. Das war, glaube ich, dieses... Das war ein Fisch, den ich gespeichert hatte. Elefant, ja, das erklärt sich. Und selbst ein Pferd. Ja, weil es kein richtiges Pferd war, genau. Ein Mann. Und was ein Bogodon ist, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Moment mal, ich kann mich ja weiter evolutionieren hier. Für 200. Nee, was konnten wir für 200 denn machen? Idasaurus Dorsal Fin und Back of the Head. Naja, machen wir das gerade mal. Halt, ja doch. Sieht ja schnucklig aus, so klein. Wir haben auf jeden Fall 2 Lebenspunkte mehr bekommen und... Ja, Strange haben wir jetzt 4. Oh, unsere Agilität ist ja auch erhöht und unsere Sprungkraft. Ja, wir sind auf jeden Fall schneller geworden. Oh, sehr schön. Sehr schön, also das Fleischstück hat eben wirklich gebracht. Diese Dinos sind irgendwie blöd. Ist ja nur meine bescheidene Meinung. Aber ich finde, die sind wirklich blöd. Also wer hilft denn sich immer entgegen? Bonnie hatte danach auch ein ganz schönes Schädelbrummen immer. Mein Fleisch. Also den hüpfe ich lieber auf den Kopf. Und auf den Kopf hüpfen bei denen wohl mehr bringt als beißen. Ganz abgesehen davon, dass ich auch mehr Schaden mache beim Hüpfen momentan. Ja, wo willst du denn hin? Komm her. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Schön, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen wollen. Dann kann mir ja nur recht sein. Bald haben wir die 500, das heißt, wir können uns wieder was verbessern. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht mehr lang und wir sind wieder ein bisschen besser. So, gerade so mitgenommen noch. Ich sollte hier raus. Ist mir ein bisschen gefährlich hier. Hier noch ein paar, stelle mich dann an den äußeren Bildschirmrand. Ungefähr hier müsste ich relativ sicher sein. So, was verbessern wir denn jetzt nochmal? Wir könnten einen größeren Mund machen. Dann würden wir... Was soll das? Ich sehe gerade, ich hätte doch für 100 irgendeinen Maul kaufen können. Tritops Jaw. Und hier ist ein Pizzaurus Pentodons Hankus Longtailed Bird Jaw. Okay. Was sind denn das für welche?
Also, Tyrannosaurus macht wahrscheinlich den meisten Schaden. Aber die hier unten sehen auch nicht schlecht aus. Okay. Spotted Buddy, gibt's ja auch noch mehr Körper? Nö. Da habe ich vorhin eindeutig nicht genug geguckt. Ja, dann gehen wir doch lieber hier unten hin. Oder? Naja, das entscheiden wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.